Sind wir bereit für das, was kommt? Fragezeichen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns heute ein Video rein von Verborgene Geheimnisse TV. Schon lange her, als wir uns das letzte Video von dem Cousin reingezogen haben. Es steht unmittelbar bevor. Sind wir bereit für das, was kommt? Fragezeichen. Das wird natürlich von Verborgene Geheimnisse natürlich eine miese Schwurbelei, deswegen auf jeden Fall schon mal die Aluhütchen auspacken, auf Seite hinlegen und auf den Zeitpunkt warten, wo ich den Call gebe, dass ihr den Aluhut aufsetzt. So, dann geht's nämlich los. Leute, ich muss gerade ein bisschen innerlich schmunzeln, weil ich ja diesen Talk gemacht habe mit Cassius Clay und Imp, der müsste eigentlich jetzt schon online sein und da haben die ja gesagt, dass die sich den hier reinziehen als Entertainment und du ziehst dir den auf Ernst rein, so. Ja, ich ziehe mir den auf Ernst rein. Ich bin natürlich immer noch skeptisch bei allen Leuten, aber ich respektiere erstmal jeden und guck die Videos einfach, um eventuell was Neues zu lernen und mach mich nicht grundsätzlich über Menschen lustig, so. Das ist einfach meine Art und Weise. Ich liebe euch, wir gehen rein. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Los geht's, Digi. Und los. Wurde schon einmal geschrieben, wann die Macht der Elite auf der ganzen Welt enden wird? Möglicherweise. Und alles deutet darauf hin, dass es sehr nah ist. Seit Die Kühe stehen bereit in Israel. Langer Zeit glaubt man, dass unser Universum von einer höheren Intelligenz regiert wird, die sich durch eine Reihe von Naturgesetzen ausdrückt, die das Gleichgewicht des Lebens ermöglichen. Einer dieser Gesetzmäßigkeiten ist das Gesetz der Zyklen, auch bekannt als das Gesetz der ewigen Wiederkehr. Alles, was im Universum existiert, drückt sich in periodischen Wiederholungen im Raum und in der Zeit aus. Es handelt sich um ein Naturgesetz. Nach dem Chaos ordnet sich alles neu, um wieder ins Chaos zurückzukehren und so weiter, in einem endlosen Zyklus. Wir sehen dies in der Natur. Der Tag weicht der Nacht. Auch die Jahreszeiten sind zyklisch. Sie wiederholen sich Jahr für Jahr. Jeder bemerkt diese kurzen Zyklen. Aber was ist mit den langen Zyklen? Unser Leben ist sehr kurz und wir sind uns ihrer Existenz nicht bewusst. Nicht so krass, aber man kann sich definitiv damit beschäftigen und auseinandersetzen. So. Es gab doch dieses eine Video, was wir uns reingezogen haben, wo es auch um die Weltmächte ging und um die Währungen quasi. Wer mal früher Weltmacht war und was alles passiert ist, bis die Weltmacht sich verändert hat. So. Weißt du, wer das neue Imperium sein wird und so. Und dann kann man diese Zyklen sich angucken und kann dann, je nachdem, in was für einer Zeit wir uns gerade befinden, schon so ein bisschen prognostizieren, dass demnächst ein Machtwechsel stattfinden wird. So. Der hat schon recht, ist eigentlich wichtig, sich auch mit den langen Zyklen auseinanderzusetzen. So. Dennoch kannten viele alte Kulturen diese riesigen Zyklen und wussten, dass sich mit jedem Zyklus die Geschichte wiederholte. In China wurde das Tiangan Liji verwendet. Ein altes zyklisches System von 60 Jahren, mit dem sie weltliche Ereignisse planten. Tiangan Liji, krass. Auch im Hinduismus spricht man von vier Zeitaltern, den sogenannten Yugas. Maya auch, Digga. Maya hatten auch einen krassen Zyklus, ne? Die waren ja mit den genauesten Kalender entwickelt, wenn ich das richtig weiß. Yuga, Treta Yuga, Dapara Yuga und Kali Yuga, in der wir uns angeblich gerade befinden. Auch als das Zeitalter des Dämons bekannt. Oh shit, echt? Diese Zyklusgesetze waren auch der mayanischen Priesterkaste bekannt. Da sind wir jetzt. Ant-Akin, die über mathematische und astronomische Kenntnisse verfügte, die sie verwendeten, um das Schicksal des Menschen zu kennen. Einige Forscher sind der Meinung, dass der Maya-Kalender in viel älteren Kulturen wie der Olmeken-Kultur auftritt. Die Ähnlichkeiten mit den aztekischen Kalender lassen jedoch vermuten, dass in ganz Mesoamerika dasselbe Kalendersystem verwendet wurde. Mexika. Die Maya betrachteten die Bewegung der Sonne und der Sterne als wesentlichen Bestandteil ihres Lebens. Brutal, Bro. Wie gesagt, da waren wir noch richtig connected mit der Natur und haben versucht, die Natur zu verstehen. Heute sitzen wir vor dem Bildschirm. Ich küsse dein Herz. Crazy. Danke für deine 100 Bits. Liebe geht raus. Gang. Mua. Die Himmelsbeobachtung bildete die Grundlage ihres äußerst präzisen Kalenders, der als eines der genauesten der antiken Welt galt.
Dank ihres astronomischen Wissens konnten die Maya-Führer Vorhersagungen machen, die für das Volk magisch erschienen. Und auf diese Weise konnten sie die Bevölkerung besser kontrollieren. Die Priester und die Elite der Maya-Zivilisation besaßen hunderte von Büchern, die auf Baumrinde und Pergament geschrieben waren. In diesen Aufzeichnungen wurden die Umlaufbahnen der Planeten und die Mondzyklen festgehalten. Voll krass. Mit der Ankunft der Eroberer sahen die kirchlichen Mächte in diesen Schriften eine große Gefahr. Und haben die verbrannt. Sie waren nicht daran interessiert, dass das in ihnen gehütete Wissen verbreitet wurde. Stattdessen brauchten sie ein unwissendes Volk, um ihre Macht zu erhalten. Aus diesem Grund wurden diese Bücher als ketzerisch angesehen und sollten auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Eieieiei. Die Europäer wieder. Sie erlitten dasselbe Schicksal wie viele Millionen Bücher, die im Laufe vieler Jahrhunderte den Flammen zum Opfer fielen. Was da für ein Wissen noch drin steckte, war? Das Beispiel ist die Alexandria. Bibliothek von Alexandria, von der Gerüchten zufolge die Bücher vom Vatikan gestohlen wurden, um dies zu vertuschen. Glücklicherweise wurden in diesem Fall 4 Kodizes gerettet, die heute in Madrid, Dresden, Paris und New York aufbewahrt werden. Dank dieser Kodizes wissen wir, dass die Maya-Astronomie in der Lage war, die Umlaufzeit von Venus um die Sonne zu bestimmen und Sonnenfinsternisse mit großer Genauigkeit vorherzusagen. Maya-Kalender bestand aus 18 Monaten zu je 20 Tagen. Weißt du, wenn ich mir so vorstelle, wie es gewesen wäre, wenn, weil ich sage, jede Kultur hat seine Form, also hat seine Richtungen gehabt, auf die sie sich spezialisiert haben, so weißt du? Europäer, Ägypter, Mayas, Azteken, Inka, Peru und so. Stell dir mal vor, die hätten wären friedlich miteinander umgegangen und hätten versucht, voneinander zu lernen, so weltweit. Und hätten ihr Wissen zusammengeschmissen und die Entwicklung, die sie gemacht haben und Fortschritte und so und einfach das Wissen, was die haben, hätten das zusammengeschmissen und hätten dafür gesorgt, dass es zusammenkommt so. Wie eine Welt hätte sich entwickeln können, wenn es so gewesen wäre, weißt du? Überlegt euch mal, wenn diese negative, wir müssen die ausrotten, weil die sind schlauer und wir müssen das umschreiben in der Geschichte, weil das lässt uns so aussehen und so, wenn das alles nicht gegeben hätte, diese teuflische Scheiße halt so. Wie dann eine Welt hätte aussehen können. Das ist krass. Gesamt 360 Tage und die übrigen 5 wurden am Ende des Jahres hinzugefügt. Deshalb war es für sie so wichtig, den Himmel zu beobachten, denn dort konnten sie nicht nur wissen, wann sie sehen sollten, sondern auch den geeigneten Zeitpunkt. Crazy sagt, war noch nie möglich und wird auch niemals so sein. Ja, das ist, weil du daran glaubst, dann wird es für dich auf jeden Fall nie so sein. Ich glaube daran, dass es sogar schon mal in der Vergangenheit so war. Es gibt auch einige Hinweise dafür, dass antike Zivilisationen damals interkontinental connected waren und sich nicht bekriegt haben. So. Da gibt es einige Hinweise für. Und ich glaube, wir Menschen wären fähig dazu. Dazu müssten wir den Teufel aus uns raustreiben und versuchen, auch aus anderen Menschen rauszutreiben und in die Harmonie zurückkommen, ins Göttliche. Also ich glaube, es wäre möglich, aber da müssten alle an einem Strang ziehen. Und Skeptiker wie du, die sagen, dass es niemals möglich wäre, halten uns auch davon ab, dass wir es eventuell irgendwann mal hinbekommen. Um mit dem Feind in den Kampf zu ziehen. Es ist ein unglaublich präziser Kalender, der lange Zyklen genau beschreibt und verschiedene Methoden zur Zeitmessung enthält. Anstelle von Tagen verwendeten sie Tuns, welche im gregorianischen Kalender wie folgt umgerechnet würden. Tuns. Der Sonnenzyklus. Wäre möglich, aber schau dich doch mal um. Die Menschen schlafen. Bro, seh aber mal das Gute. Weißt du? Bei mir ist Glas halb voll, nicht halb leer. Ich konzentriere mich nicht auf das, was schief läuft. Ich konzentriere mich auf das, was gut läuft. Und ich sehe gute Menschen mit guter Intention. Und ich sehe immer mehr Menschen, die sagen, ich sag jetzt, was ich denke und fühle. Ich traue mich jetzt, die Sachen auszusprechen. Ich sehe Menschen, die versuchen, göttlicher zu werden und so. Ist was Gutes so, weißt du? Ich konzentriere mich nicht auf die teuflischen Menschen oder die schlechten Sachen, die in der Welt passieren. Bro, das bringt mich auch nicht weiter am Ende des Tages, so, weißt du? 365 Tage. Das Kalenderrad 52 Jahre. Die lange Zählung 5125,36 Jahre. Und der große Zyklus, der aus 25.626,8 Jahren besteht. Es gibt eine bemerkenswerte Information auf der Ostseite der Stele C, die sich in Quirigua befindet,
einer antiken archäologischen Stätte in Guatemala, wo der Beginn der langen Zählung vermerkt ist. Und das ist sehr wichtig. Krass. Gemäß der Inschrift auf der Stele. Wo sind wir denn jetzt? Ein Zyklus am 13.0 Baktun, 0 Katun, 0 Tun, 18.0 Uinal, 0 Kin, 4 Ahau und 8 Kumku. Macht Sinn. Oder, Freunde? Da sind wir uns einig, oder nicht? Was dem 11. August des Jahres 3114 vor Christus im aktuellen Kalender entspricht. Okay, krass. Einige Mayanisten bevorzugen jedoch das Datum des 13. August. Dennoch sind sich alle einig, dass das Jahr korrekt... Digga, guck mal die Schnecke an, Bro. Ich bin gerade voll fasziniert. Guck mal, wie die sich bewegt, wie die aussieht und so. Das ist Zufall, aus Zufall entstanden. Digga, wenn ich sowas sehe, kannst du mir nicht erzählen, dass es keinen Gott gibt. Sorry. Wenn die lange Zählung 5200 Tuns beträgt, was 5125,36 Jahren entspricht... Und laut der Stele im Jahr 3114 vor Christus begann, ist... Dann sind wir jetzt quasi da, oder? ...einfach zu berechnen, wann die lange Zählung endete. Genau am 21. Dezember 2012... Ah ja, okay, das war da, wo der Mai... Ah ja, jetzt verstehe ich. Ach Christus. Evolution. Es ist... 21.12.2012 ist doch ein krasses Datum, ne? ...wichtig zu beachten, dass die Summe von 5 langen Zählungen den großen Zyklus von 26.000 Tuns bildet, was in Jahren 25.626,8 entspricht. Zufälligerweise endet auch dieser große Zyklus zusammen mit dem Ende der langen Zählung. Ach echt? ...der Sonnenwende am 21. bis 22. Dezember... Krass, Digga, das ist schon krass. ...2012. Guck mal, wie, Bro. Wir erinnern uns daran, dass vor diesem Datum eine massive Manipulation durch diejenigen, die unser Leben lenken, gab. Okay, jetzt Aluhut. Ich hab's euch ja schon angekündigt. Ich hoffe, der lag schon bereit auf dem Tisch. Jetzt aufziehen. Die Medien, mit wenigen Ausnahmen, verbreiteten die Falschmeldung vom Weltuntergang im Jahr 2012. Aber nicht nur in angesehenen Zeitschriften wurden Artikel veröffentlicht und Fernsehdebatten... Ist einfach ein neues Zeitalter gewesen, meiner Meinung nach. ...gehalten. Sondern es wurden auch zahlreiche Bücher geschrieben und Filme mit apokalyptischen Prophezeiungen gedreht. All dies geschah, obwohl man genau wusste, dass es nicht das Ende der Welt war, sondern das Ende eines Zyklus. Viele logen aus Geldgier, möglicherweise angestachelt von jenen, die im Bist du live oder bist du live? Das AI, ich bin im Gym, habe ich schon mal gesagt vorhin. ...verborgenen die Welt kontrollieren und deren Absichten tiefer reichten. Sie unterstützten nicht nur die Verbreitung von Angst, sondern versuchten auch, den genauesten Kalender der antiken Welt zu diskreditieren. Vielleicht war das das Ziel, wa? Das ist jetzt, guck mal, das wollte er jetzt damit quasi sagen, Bro. Er hat jetzt quasi gesagt, dass dieses 2012 Weltuntergangsszenario, wo auch Filme drüber gedreht wurden und Medien drüber berichtet haben, weil der Maya-Kalender geendet hat, zwei Zyklen geendet haben, dass diese Ereignisse quasi hervorgehoben wurden, um uns zu suggerieren, dass das Ding Schwachsinn ist, so. Also quasi eigentlich, um den Maya-Kalender zu diffamieren im Endeffekt. Obwohl die Mayas, die ich kenne, weil hier in Tulum gibt es auch noch ein paar Mayas im Endeffekt, und die haben gesagt, dass das eigentlich nur ein neues Zeitalter ist, beziehungsweise ein neuer Zyklus ist, in den wir reingehen, was ja auch natürlich auch Sinn macht, so. Ein Kalender endet ja nicht einfach so. Das ist quasi das, was er bis jetzt hier sagt. Maya-Priester markierte der 21. Dezember 2012 nicht nur das Ende der langen Zählung von 5125,36 Jahren, sondern auch von diesen 25.000 Jahren, ne? Sondern auch das Ende des großen Zyklus von 25.626,8 Jahren, der aus 5 langen Zählungen besteht. Die entsprechenden Das ist krass, guck mal, wie weit die zurückdatiert haben. Das musst du dir mal überlegen, Bro. 5 Zählungen, 25 ist ein großer Zyklus. Check das mal. Wie akkurat die quasi so einen Kalender aufgebaut haben. Aufgang, Vormittag, Mittag, Nachmittag. Und das Faszinierende bei der Sache ist ja, dass dieser Kalender wirklich was mit der Natur zu tun hat. Die Mayas haben sich zur Aufgabe gemacht, den Himmel zu beobachten, die Sterne zu beobachten und darauf basierend quasi einen Kalender zu erstellen. Nicht so wie der gregorianische Kalender, der im Endeffekt eigentlich aus dem Arsch gezogen ist, meiner Meinung nach so, sondern der hat wirklich was mit der Natur, mit den Zyklen zu tun.
Und das ist ja das Faszinierende bei der Sache. Und Nacht. Allerdings nach den Maya geschieht der Übergang von einem Zyklus zum nächsten nicht plötzlich. Es gibt eine Zwischenperiode zwischen den Zyklen, die sie als die Zeit ohne Zeit bezeichnen. Die Zeit ohne Zeit, krass. Diese dauert 20 Jahre. Was, Digga, das ist neue Info hier gerade. Hört mal zu jetzt, Junge. Und ist eine Zeit des Chaos und der Verwirrung. Also wenn ich jetzt so gucke, dass die westliche Welt nicht mal mehr weiß, dass es nur zwei Geschlechter gibt, Frau und Mann, dann kann man das schon als Verwirrung bezeichnen, wa? Die Berechnungen stimmen. Würden sie Ende 2032 enden, praktisch im Jahr 2033. Krass. Zu diesem Zeitpunkt soll alles wieder in Ordnung kommen und die Welt würde sich in eine Richtung bewegen, in der die Menschen keine Angst mehr haben, weil sie die Wahrheit kennen und die Elite ihre Macht verlieren würde. Wow. Es ist interessant, dass das Jahr 2033 so nahe an dem vorgeschlagenen Datum in der Agenda 2030 liegt. Okay, Freunde, Aluhut wieder rauf. Ist das der Grund, warum sie es so eilig haben? Ich wollte gerade sagen, Marc, Digga, ich habe auch gerade ein bisschen Gänsehaut gehabt gerade. Sag ich dir ehrlich. Es fehlen nur 9 Jahre, bis diese Zeit des Chaos endet. Und die Ziele der Agenda 2000... Bei mir war eben so, die Gänsehaut wollte kommen, aber ist nicht ganz durchgekommen. Kennst du das, wenn du es so spürst, aber ist nicht ganz durchgekommen? Aber da war so ein Anflug da gerade. Sie werden nicht erreicht. Die Zeit läuft ihnen davon. Es besteht kein Zweifel, dass wir uns in der Zeit ohne Zeit befinden. Das Positive daran ist, dass, wenn dies tatsächlich zu... Wir befinden uns in der Zeit ohne Zeit, Digga, feier ich. Bro. Zeit ohne Zeit, das ist, fühl ich. Trifft. Es nicht mehr lange dauern wird, bis sich alles wieder ordnet und das Bewusstsein, die Liebe und die Wahrheit, das Schicksal der Menschheit lenken. Bewusstsein, Liebe und Wahrheit, Bro, das sind wir. Love Gang. So, wirst du sehen. Ich habe auch das Gefühl. Ich habe es immer gewusst. Am Ende siegt das Gute. Schwöre ich dir. Da können die machen, was die möchten. Liebe wird immer gewinnen am Ende des Tages. Realness, Liebe, Bewusstsein, Wahrheit wird sich immer durchsetzen. Immer. Lass mal Outro durchziehen, Digga. Es vibet gerade. Leon wird Bundeskanzler 2033. Ich bin nicht Bundeskanzler, Digga, ich bin der Weltregierungskanzler. Schwab hat schon angerufen, hat mich gefragt, ob ich das übernehmen will. Ich küsse dein Herz. Yes, Freunde, schreibt eure Gedanken auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. War ein starkes Video, Digga. If you don't know how to make chords, this is it. Congratulations. I don't Ehrenstesto tippt 20 Euro. WG dir Leon neue Wohnung? LG von Amar und Kerem kenne dich seit Snapchat Q und A, wo is Bado FNAUS, wann neuer Merch, wo is Emir Cehajic, Probami, Sek plus BMW, Arribita, Bilal Dosi, Hauts, Naman, Haubentaucher Videos, wann neue Video mit neue Sarah, haha, wünscht dir Beste. Ich küsse dein Herz, Digi. Das lasse ich im YouTube-Video drin, ich küsse dein Herz. Adam, danke für deinen Support. Liebe geht raus, Bro. Schreibt mir auf jeden Fall eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out, Alter.